Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 3. Im letzten Part sind wir hier bei der Mine stehen geblieben, wo Buck auch wieder da war, obwohl er sagt, dass er nicht wüsste, wo wir hin müssen. Er wüsste nur das Ziel, wo wir hin müssen. Naja, mal schauen, was uns hier erwartet. Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier unten. Okay, das war knapp. Na, hat uns nicht gesehen. Okay, drehen wieder um. Raus. Ah, ist gerade noch entkommen. Oh, schnell nachladen. Das ist gar nicht gut. Verdammt, verdammt, schnell Feuer löschen, schon. Ja, wir haben hier. So, haben wir noch ein bisschen Munition. Ja, das ist ein Sniper. Scharfschützen. Ah, ist gar nicht gut. Okay, eine Scharfschütze zu weniger. So. Drüben sind noch welche. Ah, gar nicht gut. Verdammt, wir haben keine Munition mehr und auch so gut wie kein Leben mehr. Na, komm rüber. Okay, okay, okay. Schnell wieder ein bisschen Munition einsammeln. Es war ziemlich knapp, dass wir hier gestorben wären. Das waren sicher nicht die letzten. Ja,
kommen schon die nächsten. So, wo sind noch welche? Ich sehe die doch auf der Karte. Ah, verdammt. Okay, da wurden wir überrannt. So. Wir müssen unbedingt den Sniper ausschalten. Okay. War auch scheinbar der letzte Gegner. So ein Glück. Ich probiere den Kompass. Ja. Okay. Sieht so aus, als wären die hier noch nicht vorgedrungen. So, ein Kommodo-Varan nehmen wir mit. Jetzt greift er uns sicher wieder an. Okay, und wir sind schon wieder in irgendeiner Ruine gelandet. Okay. Es muss einen Weg geben, es zu aktivieren. Vielleicht einfach mal kräftig dran ziehen. Okay. Wieso sind hier jetzt zwei Kammern aufgegangen? Oder sogar drei Kammern? Okay, da sehe ich mal nichts. Da möchte ich jetzt nicht runterspringen. Obwohl es sicher mit Wasser gefüllt ist. Glaube ich zumindest. Ja. Riskieren wir es. Zum Glück hat uns diesmal kein Alligator angegriffen. Der war ja ziemlich überraschend. Der Angriff. Und dann den nächsten Kommodo-Varan. So, schnell ausschalten, bevor er uns angreift. Ekelhaft. Ein paar Fledermäuse. Ja, und noch mehr Kommodo-Varane. Und eine Schlange. Blöd, dass wir die nicht brauchen.
Also die Komodo ranhaut. Warum habe ich kein gutes Gefühl dabei? Weil das sicher nicht sicher ist. Vor allem, das Holz sieht ziemlich verrottet aus. Tja, es war irgendwie klar. Ah. Schön den Fuß eingeklemmt. Ah. Na, da komme ich sicher nicht raus. Naja, hatte allerdings ziemlich viel Glück. Und ich habe schon wieder eine Schlange. Die habe ich gerade nicht gesehen. Ich dachte mir, die wäre hinter mir. Schauen wir ja nicht. Und alles voll mit Komodo-Baranen. Naja, zum Glück können wir die Haut verkaufen. Und haben jetzt endlich den Dolch. Scheinbar nicht. So, komm schon. Ja, nicht stehen bleiben, Jason. Sagt nicht stehen bleiben. Komm schon. Das wird ziemlich knapp hier. Okay, da brechen schon die Felsen weg. Verpiss mich dann, okay? Mach's gut. Kein weiteres Kompassteil und wir sind hier mitten im Anfangsgebiet. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen nach da oben. Heißt, wir reisen einfach mal hier hin. Schauen, ist hier ein Auto? Ah, scheinbar nicht. Wie sieht es denn aus mit unseren Fähigkeitspunkten? Haben wir irgendwelche Fähigkeiten, die wir noch lernen möchten? Ich meine, ich versuche sowieso alle zu lernen. Ein Granatentake, dann wäre noch super. Allerdings brauchen wir für den noch einen Kill mit einer Granate.
Okay. Das wäre auch nicht schlecht. Dafür bräuchten wir noch einen Außenposten, um ohne Alarm zu schlagen. Okay, das braucht auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich frage mich auch gerade, obwohl ich glaube, das muss man herstellen. Ja, genau, für das brauchen wir die Ziege. Ich möchte nicht mal ein paar mehr Waffen mitnehmen. So, was da vorne ist, ein Auto. Okay. Okay, Wildschwein dürfen wir nicht mitnehmen. Ich glaube, Wildschwein brauchen wir auch noch für irgendwas, wenn ich es noch ganz im Kopf habe. Naja, wir sollten uns zuvor mal eine Ziege besorgen. Okay, nicht da nach unten. Da nach unten ist nur eine Sackgasse. Ja, Piraten führen scheinbar noch einmal Krieg mit uns. Beziehungsweise mit den Leuten von Citra. Okay, da kommen wir nicht rüber. Kommen wir so rüber? Nee. Ja, so kommen wir rüber. So, wie weit müssen wir noch gehen? Okay, da vorne ist schon. Und da ist auch Buck wieder. Zum Glück ist da unten Wasser. Heißt, wir sollten runterspringen können. Okay, 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 okay. Ach so. Zum Glück keine Krokodile. Oder dergleichen hier. Dann hier hochklettern. Ja. Schön in den Wurzeln hier. Zum Glück halten die uns aus. Okay, hier müssen wir durch die Tür. Ah, konnten wir die Höhle hier noch ein bisschen. Na, da haben wir noch ein anderes Relikt. Ja, die Höhle geht scheinbar noch tiefer rein. Okay, hier haben wir auch noch eine Wurzel. Ja, ich glaube, das könnte unser Fluchtweg dann werden.
schon dran festhalten, Jason. Okay. Wir sind an der Medusa angekommen. Ja. Wissen wir wenigstens, wo das rausgeht. So. Und dann gehen wir wieder zurück zum Eingang. So. Okay. Naja. Allerdings, bevor wir hier jetzt das Grab erkunden, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht so umfassen wollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Far Cry 3 wieder. Ciao.